Ja, willkommen zu einer neuen Folge, ja, YouTube-Folge, so rum, genau. Wir sind ja hier auf unserem Startplaneten, beziehungsweise wenn wir uns auserkoren haben, ja, offline, oder offscreen besser gesagt, haben wir noch eine Base hingebaut, die erstmal unsere Ausgangsbasis darstellen soll, bis die richtige Base entsteht. Ja, nun haben wir ein kleines Problemchen. Wir brauchen Rohstoffe. Ja, die wir unbedingt brauchen, sind hier relativ in der Gegend schwer zu finden. Deswegen muss ich mich jetzt mal auf den Mond begeben, ja. Dazu kann ich leider das große Schiff nicht nutzen, weil McFlyer hat sich dort ausgelockt gehabt. Er ist zu diesem Zeitpunkt arbeiten, also nehme ich die Folge diesmal allein auf. Ist ja auch nichts Besonderes mit Ressourcenfarm im eigentlichen Sinne, ja, aber wenn ich das Schiff jetzt nutzen würde, würde er entweder ins Schiff irgendwo rumbacken oder spätestens wäre er sich einfach in der Pampa hängen. Deswegen bleibt das große Schiff zu Hause. Ich nehme das kleine, fliege zum Mond und habe einen Bausatz für einen Bodenkleider einstecken, damit es nicht ganz so lange dauert. Ja, also wird es eine interessante Sache werden. So, jetzt ist die große Frage, habe ich denn überhaupt genug Sauerstoff für einen Mondbesuch? Ja, das sieht ganz nett aus. Energiezellen sind reichlich vorhanden. Ja, Medikamente sind da, was zu essen ist da. Ja, dann würde ich sagen, geht los. Dann machen wir mal eine kleine Spritztour, weil hier ist es eh dunkel wieder auf dem Planeten. Das speichere ich mal. So, okay. Ja, eigentlich habt ihr jetzt nicht so was. Wir wissen noch nicht richtig, wie wir die Base bauen. Aber es wird auf jeden Fall was werden. Schauen wir mal. Das kann so ein kleiner Ruckler kommen. Ich probiere ein neues Videoformat aus, beziehungsweise gucken, ob das besser oder schlechter ist in der Folge. Und hinten ist der Mond. Ja, der Bootkleiderbausatz, den wir dabei haben, da lässt sich dann relativ einfach wieder abbauen. Soll ja bloß das Nötigste sein, um so Zeug schneller zu formen, als das mit dem Handbohrer der Fall ist. Weil McFlyer ist schon ausgelevelt, der hat schon Level 25, ich bin noch bei Level 19 derzeit. Ich hatte ja noch einiges fürs Let's Play hier vorzubereiten. Und ja, da ist Leveln leider ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das muss ich jetzt natürlich irgendwo noch nachholen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier so finden. Wir brauchen hauptsächlich Kupfer und Eisen und so ein Zeugs. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Gewusst. Pentaxid, das ist doch gut. Ich wette, wir werden eingegriffen. Hier war da irgendwas. Ich habe da was gesehen gerade. Das ist die Base. Ich habe da gerade irgendwas aufgedeckt. Das ist schon jetzt ohne. Hinten ist ein Eisenerzlager. Wir schauen uns mal dort hinten um, das scheint
eher neutrales Gebiet zu sein. Eisenerz, hier ist doch was. Ich würde sagen, wir nennen uns das Eisenerz Promethium, habe ich gefunden auf unserem Heimatplaneten. Ich muss mal gucken. Das Promethium Klein, das lohnt nicht unbedingt. Wo ist denn jetzt das Eisenerz Lager, was wir hatten? Das hier hinten. Das ist aber auch bloß ein kleines. Aber das ist erstmal egal. Das ist die Drohne. Die müssen wir wegmachen. Hast denn du für ein Loot? Wenn das eine Base oder irgendwas? Ich hab die doch hier gerade abgeschossen, da liegt sie. Das war eine unsanfte Landung. Schön beeilen. Da hat man ja Glück, dass sie ihn jetzt nicht getroffen hat. Oh. Ja, ich bin voll. Warte mal, wer sind drin? Vier war das. Kann Logis sind ja. Mit dem Schrollen. Habe ich das etwa nicht eingebaut? Noch nicht? Doch. So. Wir tun das mal, wir tun das mal hin in den Kühlschrank. Na, schade, wenn das vergammeln würde. Jetzt haben wir sie, okay. Noch gleich weiter, wie gesagt, Sauerstoff ist hier. Ist hier nicht? Ich hoffe, dass wir hier Ruhe haben. Aber ich hätte natürlich noch gerne ein bisschen mehr Ressourcenlager in der Nähe zusammengerückt. Wir gucken mal vorsichtshalber noch weiter. Das ist noch eine Drohne rechts. Also müssen wir ja immer in den Kern bauen. Das soll sich lohnen, das lohnt sich nicht. Wenn ich darüber mal genau nachdenke. Hier ist was Kobalt. So, hoch Clean Air. Jetzt muss ich mal gucken, dass man nicht schon wieder an der Grenze. Das hinten ist die Polgrenze. Das sollte man. Dort ist ja Dings, wo man nicht bauen können. Na, so viel gibt es hier nicht bisher. Ja, da zeige ich euch das gleich mal auf der Map. Auf dem Streifen könnt ihr zwar landen, aber nicht bauen. Ich würde euch raten, dort nie ein Schiff zu parken und auszulocken, weil das ist dann hundertprozentig danach verbuggt bzw. weg. Das Magnesium. Es wird zwischen wieder dunkel. Jetzt wollen wir mal auf Nachtmode gehen. Also die Ressourcenlager sind hier nicht so die besten, muss ich mal so sagen. Da haben wir noch was. Ja, hier lohnt nicht mal Außenposten so richtig derzeit.
Bundespolgrenze. Sieht man schon. Eine Texturen. Dort ist eine Base, dort will ich nie unbedingt hin. Das ist eine Drohne, die lasse ich jetzt mal Drohne sein. Das ist eine Menge Drohnen. Ja, da werden wir aber erstmal das Metall nehmen müssen dort. Ist besser als nix. Warte mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch mit der Hand gebohrt. Dass ich gar nicht den Bausatz benutzen muss. Wieder uneben alles. Wir lassen das Bodenkleiderzeug mal hier. Muss ich erstmal gucken, wo ich das reinhaue. Hier am besten. Und bei so einem Bodenkleiderbausatz kommt schon ganz schön was zusammen, wie man sieht. Das schmeiße ich hier rein. Die können wir gleich aufladen. So, schauen wir mal. Habe ich überhaupt meinen Bohrer mit? Ja. Prometheus. Wir lassen das Schiff mal an, zwecks Alarmstart. Hier sieht es gut aus, nehmen wir die Drohne. Machen wir mal Radar an. Sieht man das auf dem Dings? Nee, nicht wirklich. Kommen wir noch näher ran am Ende? Hier kommen wir näher ran. Wir müssen noch auf den Sauerstoff achten. Da bohrt man sich. Das ist schon wieder eine ganz andere Sache, wenn man die Bodenkleider eigentlich gewöhnt ist. Allerdings, wenn man mit dem Bodenkleider farmt, dann levelt man so gut wie gar nicht beim Rohstoffabbau. Zum Glück habe ich genug Zeug mitgenommen. Jetzt müsste man ja bald da sein. Wer weiß, wo das wieder ist. Bestimmt löst ganz kleines Erzvorkommen hier.
Am Ende kann man das Promethium immer noch mitnehmen. Ah, guck an, hier ist es schon. Das ist wirklich nicht viel. Das ist schon alles hier. Das haben wir schon abgebaut. Mein Schiff geht's gut, okay. Na, geht's dann, habe ich zum Glück genug gebaut. Hat es ein bisschen weit zum Laufen. Lassen wir mal was. Schön Sauerstoff erfüllen, was er ist. Da packe ich mir vorsichtshalber mal ein paar Kanülen ein hier. Ein paar Fläschchen. Na, viel war es, ne? Hat sich bald nie gelohnt. Das drin ist ein Pentaxid-Dings. Hier raus ist ein Schiff. Ah, wir stehen wieder quer, das hat er dann ja nicht gerne. Jetzt kommen wir raus. So, okay, wo warten das jetzt? Da. Wollen wir das? Wieder mit Drohne. Ach, das Bild kenne ich. Das habe ich schon mal in echt gehabt. Weil mein Kumpel, der fliegt übrigens mit Drohne und hat mir die VR-Brille gegeben gehabt. Und ich sage euch, das ist ein echt ekliges Gefühl, wenn man sich von hinten sieht, live. Hier viel ist es näher, aber besser als nicht. Notfalls kann man nämlich auf dem Weg noch Energiezellen erzeugen, aber die, ich denke mal, die sollten ausreichen, die dabei sind. Allerdings habe ich hier, muss ich zugeben, mehr Rohstoffe erwartet auf dem Planeten. Gut, das ist eine andere Map. Oder man sucht wieder an der falschen Stelle, das kann gleich sein. Ja, ich habe ja angekündigt, dass es die ein oder andere Farmfolge geben wird muss. Weil wir versuchen, das dann durch alles offscreen zu machen. Aber es gehört ja auch dazu zum Spiel.
Verkehrslohn zu spalten hier. Eins ist noch. Das war clever von mir. Das war ganz clever von mir. Blöd Schlotter. So, da ist das Ding abgebaut. Das ist halt die Frage. Ich baue jetzt das Eisen dort hinten ab, weil immer gar nichts dran. Können wir hier irgendwo landen? Das ist schon eine Drohne. Ich glaube, die müssen wir runterholen, die wird jetzt zu gefährlich. Das war knapp. Was hast du drin? Money. Noch eine da drüben. Ne, könnte Stein sein, oder? So, die Muni packt mal hier ein Schiff. Und ja, da werde ich jetzt noch ein bisschen hier dieses Eisen abbauen. Offscreen und dann in der nächsten Folge schauen wir mal, ja, ob wir noch was Gescheites hier an Ressourcen finden. Jetzt mache ich mal einen Trick 17. So. Ob sich das denn hier auf dem Mond lohnt oder ob es vielleicht sinnvoller wäre, irgendeinen Asteroiden zu suchen oder auf dem Heimatplaneten. Ja, man sieht da zwar eine Eisenerz, aber wir gucken nochmal schnell rein. Und wenn das ein kleines ist, dann ist es vielleicht genauso klein wie das andere, aber was besser ist, wir haben gar keinen Erz. Ich glaube, das ist nicht optimal. Die Planeten, die wir uns gewählt haben. Beziehungsweise müssen wir mal noch genauere Erkundungen tätigen. Dafür. Erkundungen ist so schön. Seit wann ist denn das hier wieder mit Dingern? Das ist so eigentlich hier im. Mit Brückchen. Das war doch früher eine Orde eigentlich gewesen. Na gut, da bin ich schon nicht böse drüber. Da geht das fixer.
Machen wir mal kurz zum Abend. Ja, gut. Besser als nicht. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.